So, Abt, hallo. Ich wurde hier angefragt, wie ich hier das Problem gelöst habe, dass der Deckel von den Duncan Serienplattenspieler, die müsste ich eigentlich auch mal wieder aufpolieren, dann sieht er auch wieder schön aus. Weil innen ist er schön glatt, aber außen schon mittlerweile verbraucht. Wie ich das stabilisiert habe. Damals habe ich hier so ein Ding genommen hier, von so eine Zugentlastung hier von außen Computerbereich. Ja, die hat sich da so angeboten. Ich habe dann in den Originalwinkel ein Loch gebohrt oben, auch durch die Kappe. Und habe dann hier noch eine kleine Verstärkungswinkel reingesetzt, um die Last von dem Loch zu nehmen. Ich glaube, das müsste ich nochmal komplett neu machen. Und zwar kann man... Das ist das Problem. Um das deutlich sichtbar zu machen, das platzt dann hier halt aus, das Ganze. Das ist nicht sehr gut gelöst, das ist ein sehr sprödes Pflaster an der Stelle. So, also ich habe wie gesagt nur einen kleinen Blechwinkel gemacht. Jetzt wäre ich ein bisschen schlauer, würde dann hier, warte mal, da gehen wir mal besser ins Licht. Gehen wir hier richtig natürliches Licht, das ist immer noch das Beste. Ja, stimmt nicht, dass ich das zu schnell schwenke. Ich würde das hier unten mit dem Dremel ein bisschen wegnehmen, dass es schön glatt ist, dass es schön sauberer Übergang ist und dann ein entsprechend breiteres Blech nehmen. Das vielleicht sogar vorher, also ein Blechwinkel, den vorher vielleicht noch schwarz spritzen. Dass es nicht, dass er nicht ganz so aufträgt und eben halt vielleicht mit Gewinde eingeschnitten und dann auch Schrauben, und das ist ja hier das Hauptproblem, weil das ja sichtbar ist. Da muss man sich halt ein paar schöne Schrauben raussuchen, dass es funktioniert. Ja, das eigentlich dazu, zu den leidlichen Problemen, den man dann halt gerade bei diesen Plattenspielern hat. Das betrifft sowohl den 1203 als wie auch den 1205. Jetzt tue ich mal das hier mal giegeln. Mal sehen, ob ich es schaffe. Man sieht auch, dass es schon ganz schön straff ist. Es funktioniert eigentlich auch mit den Gegendings, also sprich hier mit den, sag schon, ja, mit dem Gewicht von den Deckel selber. So, Probleme selber, und das ist jetzt hier für diese Motorfeineinsteuerung ein Kurzschlussdings. Was ich mir angefertigt habe, Probleme selber, habe ich zurzeit mit dem Antriebsmotor gehabt und sowieso grundsätzlich ständig mit der Logik-Baugruppe, die da drin ist. Also sprich mit dieser Platine, die da vorne montiert ist. Also hauptsächlich die Spannungsversorgung. Ich bin kurz davor, diese alten Stromschienen rauszuschmeißen und da was Vernünftiges reinzubauen. So dass ich hoffentlich dann Ruhe habe, weil manchmal passiert es beim Starten des Plattenspielers, jetzt funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, deswegen fahre ich den jetzt hier bis zur Auslaufrille. Ja, das dürfte ja sichtbar sein, das Problem. Ja, dass es manchmal nicht so richtig funktioniert mit der Nachführung und mit der ganzen Geschichte. Und wenn der Tonarm manchmal hier ruckt, muss man hier mal ein bisschen, das ist hier übrigens der Feststeller, damit kann man dann, hat man eine Transportsicherung für den Tonarm. Kann man den dann entsprechend fest arretieren. Und manchmal passiert es, jetzt haben wir das, jetzt sehen wir das Problem. Läuft zwar an,
wenn ich drauf halte, aber der hält nicht, weil das leidliche Problem, ich habe, das heißt, der Knopf muss jetzt so lange gedrückt bleiben, bis man die 33 dann drückt. Kurzes Drücken von der 33, dann kann man von Einschaltknopf weggehen und das ganze System funktioniert dann wieder. Also das kommt jetzt eindeutig von dieser Logikplatte, die jetzt mal ein bisschen spinnt. Das ist alles. Naja, so.